Jenny, Horton ist leider gerade nicht zu sprechen. Ich mach doch nur Spaß. So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von Weeble Potter's World. In der letzten Folge haben wir den Weg zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum weitergebaut. Und was wir in dieser Folge machen werden, seht ihr nach... Nee, halt, das Intro war schon. Dann zeige ich es euch natürlich jetzt. ja. Habe ich auf Aufnehmen gedrückt? Ja, gut. So. Ey, lass mich mal bitte ins Loch. Danke. Als allererstes werde ich mich mal ein bisschen mehr ausrüsten. Denn ich hole mir mal ein paar Cobblestones. Einfach nur, damit ich halt welche habe. So, ja. Ja, genau, das passt. Und Moment mal, dann als nächsten Step mache ich jetzt auch mal hier das da hier. So. Genau, hole ich mal den da hier runter und mache hier so. Genau. So, und ach verdammt, ich habe mir meine Vorlage nicht mehr rausgesucht. Ich Vollidiot. Ja. Aber das brauche ich jetzt für den ersten Moment auch erstmal nicht. Denn was ich in dieser Folge gerne machen wollen würde, wäre, wäre hier, das Dach ein bisschen zu bauen. Beziehungsweise nicht zu bauen, sondern, etwas, das eben zum Dach dazugehören wird, auf jeden Fall. Und ich habe was vergessen, deswegen fliege ich gerade kurz zurück. Zu machen quasi. Unsere Axthilfe. Und ja, das wird quasi sein. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man quasi fast überall, also bei vielen Gebäuden, einfach so einen Balkon außenrum hat, auf den man quasi so drauf kann und einfach von oben auf Hogwarts draufschauen kann. Weil ich das einfach verdammt schön finde und mega episch auch. Und ja, deswegen würde ich das gerne auch natürlich hier jetzt, heute mit euch machen. So ein kleines bisschen zumindest. Moment mal. Da stellt sich mir gerade als allererstes mal eine einzige bestimmte Frage. Und zwar, also der Balkon, der wird ja dann hier auch wieder so entlang gehen auf jeden Fall. Genauso zwei Steine breit. Und das bedeutet... Moment mal, ich mache das jetzt hier erstmal so. Genau, das da hier, das kann ich ja eigentlich auch schon mal hier so weit zuziehen quasi. So. Oder nee, das... Ja komm, dann mache ich das. Ist ja eigentlich scheißegal. Auf jeden Fall, das da hier kommt ja dann natürlich so hin. Und hier wird dann ja der neue Eingang zum Gebäude selbst sein, wenn ich es dann finde. Hallo? Und, okay, wir kommen also hier raus auf einer Ebene, die wir theoretisch auch einen tiefer bauen könnten, hoffe ich. Ah, nein, können wir auf gar keinen Fall. Haha. Dann habe ich eine andere Idee. Und zwar ziehe ich das hier nochmal zu. Und zwar haben wir ja hier so einen kleinen Zwischenraum. Und den da hier könnte ich dann nämlich, soweit nutzen einfach. Und zwar, was jetzt quasi so mein Gedanke dahinter einfach ist, ist, also hier kommt dann eine Tür hin. Das heißt, das da hier, das kann auf jeden Fall hier dann auch weg. Das heißt, hier dann so. Genau, hier endet quasi das Dach mit einer Tür. Und genau, hier jetzt auch mal so. Und jetzt haben wir hier natürlich einen gewissen Platz, wo ich eine kleine Treppe entlang laufen lassen könnte. Die uns quasi hoch in den nächsten Stock bringt. Und ich weiß nicht, ich finde die Idee irgendwie ziemlich cool so, weil dann kommt man zwar jetzt nicht hier direkt in das Gebäude rein, aber zumindest fast, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, dann mache ich jetzt hier quasi einfach... wie mache ich das? Am besten vielleicht... Ah, Moment mal. Wenn ich jetzt hier so den Boden mal so rausnehme, dann könnte ich die Treppe theoretisch hier so beginnen lassen. Und dann hier so.
Okay, nee, das wird nichts, so wie ich es mir gerade überlegt habe. Nee, aber ich könnte zum Beispiel dann die Treppe hier so beginnen lassen. Und dann so, so. Und dann so, so. Das wird ja hier bloß so ein kleiner Raum quasi, wo man hier einfach so höher kommen kann, wenn man das dann muss. Genau, und dann hier quasi so. Und, ah, okay, Moment. Hier werde ich dann Half-Slabs verwenden. Vielleicht ab hier beginnend. Dann geht es erstmal hier so hoch und dann hier so und dann so. Genau, und dann ist hier quasi so einfach so die nächste Treppe nach oben und dann kommt man eben hier hin. Was eventuell der nächste Stock sein wird, vielleicht auch nochmal ein bisschen höher. Kommt darauf an, was ich hier draus noch machen werde. Aber so jetzt erstmal so der grobe Plan. Genau, und dann hier, Moment. Hier auch nochmal. Ja, genau, einfach hier so. Genau, ziehe ich jetzt hier einfach erstmal so. Ich überlege gerade, ist das denn hoch genug für. Nee, würde ich nicht sagen. Was ich nämlich hier sagen würde, wäre, dass wir hier. Quasi, Moment, ich zeig's euch mal gerade kurz. Quasi hier sowas in der Richtung machen. So. Beziehungsweise dann hier nicht so und so, sondern eher so und genau so quasi. Und genau das würde dann natürlich bedeuten, dass die oberste Schicht quasi die da hier wäre. Und ich denke, damit kann ich mich anfreunden. Das heißt, hier müsste quasi jetzt überall diese Wand hier nochmal höher gezogen werden. So. So. Und das hier auch nochmal so. Ja. Ja, genau. Und dann hier auch nochmal so. Und genau, weil jetzt müsste quasi dann hier die Treppe doch nochmal höher gezogen werden. So. Genau, und dann ziehe ich mal das hier auch nochmal so ein bisschen weiter. Und ab hier könnte dann jetzt quasi eigentlich auch sogar schon wieder. Moment. Moment, sogar hier schon. Halt, dann mache ich das gleich richtig. Genau, so quasi. Und dann hier so und genau so quasi. Jo. Genau, dann hätte man hier quasi so dieses Mini, also wirklich Mini-Treppenhaus, was dann hier so nach draußen einfach führt. Und einmal kurze Zeitumkehrer. So. Und ja, hier kann ich leider nichts machen. Naja, kann ich leider nicht machen. Aber so an sich finde ich das eigentlich eine ziemlich coole Idee so. Ich weiß ja nicht. Findet ihr das auch? Also ich finde es cool. So, aber jetzt ziehe ich erstmal das da hier. Ja, einfach mal jetzt erstmal hier so weit. So, aber dann kann ich hier auch schon mal so den Boden so weit mal setzen. Das war zwar jetzt eigentlich nicht die Aufgabe, die ich für heute geplant hatte, aber irgendwie finde ich das ganz cool. Also WBPW ist ja generell eigentlich so ein Projekt so. Ja, ich mache halt, worauf ich im Moment gerade Lust habe. Und jetzt gerade vorhin hatte ich, also ich plane natürlich erstmal so ein bisschen so eine Folge. So, ja, was will ich denn, was kann ich denn überhaupt aktuell so machen? Also klar, können sehr, sehr viel auf jeden Fall, aber ich will ja nicht irgendwas Riesiges anfangen auf einmal, was dann diese Staffel niemals fertig wird. Also, ne, so, ich will nicht zu viele Baustellen haben, sag ich jetzt einfach mal, so eins nach dem anderen, weil ansonsten würde ich jetzt auch schon anfangen. ja, ne, den Dingens, den verbotenen Wald zu bauen, was natürlich auch keinen Sinn machen würde, jetzt aktuell. aber gut. So. Genau, und dann hier nochmal so. So, so. Und ja, genau so weit jetzt einfach mal.
Und hier könnte man ja eventuell tatsächlich dann auch hergehen und die Form von diesem Kreis hier fertig machen. Das heißt also quasi, das sind hier immer 1, 2, 3, 4, 5. Oder Moment mal, ich guck mal erstmal, ob das hier in der Kurve soweit. Ja, okay, muss ja eigentlich aufgehen. Moment. Hier so, 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 so. Und ja, genau, dann so, 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 so. Und dann hier so. Genau, und hier nochmal das Gleiche. So, so. Aber ja, doch, das geht sehr gut auf. Oder? Ja. Ja, das geht sehr, sehr gut auf jeden Fall. Vom Prinzip her hat das da hier dann auch keinen Sinn. Ich werde hier wahrscheinlich einfach Fenster reinklatschen nochmal. Und, ja. Aber gut, da einfach mal gucken. Aber genau, dann wäre das da hier quasi unsere nächste Ebene einfach. Weil hier haben wir ja auch die Tür, die hier so rauskommt auf jeden Fall. Ne, hier kommt man ja mit dem Treppenhaus so nach oben. Und dann hat man das da hier so. Und dann, Moment mal. Ich habe sogar eine, oh mein Gott, ich habe eine Idee mit einem Geheimgang. Aber damit komme ich nicht jetzt direkt, denn ich baue jetzt als erstes mal hier den Boden fertig. So. So. Achso, Moment mal, ich habe ja hier gerade vorhin was abgezählt. Und zwar sind es quasi 11. Und dann hier jetzt auch nochmal 2. Komm schon. Oh mein Gott. 2, 3, 4, 5. Und dann hier quasi so und so. Und dann hier wieder zurück. Ja, genau. Stimmt sogar. So, dann baue ich das hier nochmal kurz so ein bisschen ab. So. Wobei hätte ich... Hätte ich theoretisch auch lassen. Egal. So, genau. Das hier wird dann natürlich auch nochmal so gebaut. So, einmal zugebaut. Das Ganze so. Und dann hier auch nochmal so. So. Und hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, genau. Das hier wird mir schon zu knapp. Das da hier auch. Und ja, genau, so kann man es prinzipiell eigentlich schon lassen. Wobei ich dann eventuell hier nochmal so machen würde. Einfach nur, damit es halt nicht so, ne, direkt quasi kommt. So, dann baue ich mal hier das da hier kurz zu. So, so und... nee, so nicht. Und so. Und genau, dann haben wir hier quasi auch einfach so ein bisschen, ja... Ein bisschen Profil kann ich vielleicht auch hier nochmal so machen. So, so. Und dann hier so eine Laterne reinhängen oder sowas, so einfach so eine Lichtquelle. So, und dann hier quasi so. So, so, so. Und dann, hey, das passt sogar ziemlich gut irgendwie. Moment, dann mache ich den da hier nochmal so weg und dann setze ich den da hier so. Und hey, ja, dann passt echt mega gut, finde ich irgendwie. Oder? Also ich finde schon. Wobei, ha, Moment, haha. Noch bessere Idee. So. Genau, dann lasse ich den da hier, Moment. Dann lasse ich den da hier auch mal so. Ah, nee, das wird nichts. Schade, weil das wäre cool gewesen. Aber ja, dann geht das hier quasi hier so. Und dann ist es hier so. Genau, und dann sind wir hier oben. Finde ich ziemlich cool irgendwie. So, dann baue ich hier das da hier noch. So, so. So, und so. Und eventuell würde ich dann hier rein das... Obwohl, ich weiß gar nicht. Nee, 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 das ist gar nicht hier. Ich habe mir gerade überlegt, hier rein Trelawneys Klassenzimmer zu setzen, aber das wäre gar nicht hier. Da bin ich gerade, da bin ich gerade woanders. Nee, vergesst, was ich gesagt habe. So. Aber weiß jemand von euch zufällig gerade, wo Trelawneys Klassenzimmer ist? Weil ich weiß es gerade auch nicht auswendig.
Also wenn das jemand von euch weiß, dann sagt es mir gerne mal in den Kommentaren. So. Genau, das hier wird jetzt einfach mal so gezogen. So. Genau, und dann hier auch nochmal so. Und ich glaube, ich habe gerade eine Schnake hier in meinem Zimmer fliegen sehen. Ich habe keinen Bock auf die Viecher. So. So. Und dann hier nochmal runter. So. Und so. Und wow, es ist dunkel, Hilfe. Moment mal, hier ist die Mitte. Das heißt dann hier so. Und warum ist der Boden hier ein höher? Okay, keine Ahnung. Auch gut. Dann baue ich den Boden hier nochmal neu, weil es gefällt mir hier so nicht. Moment, kommt das hier alles nochmal weg? Wobei eigentlich auch nur bis hierhin, würde ich sagen. Weil ich würde hier gerne so eine kleine Abstellkammer einfach machen. Genau, so quasi. Und dann hier auch nochmal so. Und dann hier auch nochmal so. Und Moment, ich sammle mal ganz kurz hier die Steine ein. So, sind hier unten noch welche? Ja. So. Moment. So. Genau, dann muss ich hier rein und dann hier hoch. Und war das jetzt hier? Nee, hier war nochmal so ein komischer Gang irgendwie, von dem ich noch keine Verwendung habe. Und genau, hier dann quasi. Und dann hier so. Genau, und hier kommt dann jetzt der Boden hin. So. Und ja, hier werden jetzt die Wände hier einfach mal so nach oben durchgezogen. So. Und meine Überlegung war nämlich, dass ich hier auch noch einen Geheimgang machen könnte. Und zwar, dass ich quasi hier einfach, ja, einfach so ein Porträt hinmache. Genau. Und dann geht hier quasi erstmal so ein kleiner Boden. So, genau. Und so möchte ich jetzt hier in die... Oder beziehungsweise, Moment mal, was ist, wenn ich hier jetzt lang gehe? Wo komme ich raus? Okay, genau. Aber nee, ich glaube, das wird nichts, so wie ich mir das vorgestellt habe. Moment mal, ich will mal nochmal nach oben gehen. Wo ist oben? Moment mal, dann gehe ich ganz kurz hier so. Genau, und hey, es ist dunkel. So. Genau, so quasi. Genau, das da hier war mein Plan. Hier so quasi. Ach nee, das geht auch nicht. Huch. Ja gut, aber hier könnte man eigentlich doch trotzdem... Moment mal, kann ich hier so... Ja, genau, das kann ich nämlich... Nee, kann ich nicht, okay. Aber dann ziehe ich mal hier die Wand hier so ganz nach vorne. Genau. Und genau, dann hat man das jetzt hier quasi so. Dann mache ich auch mal noch das da hier. Genau so. Und sogar so. Genau. Beziehungsweise mache ich dann hier... Nee, das wäre dann zu auffällig, weil ich will hier... ich will dann hier so ein Porträt einfach hinhängen. Müsste ich hier so und dann hier so wieder freilassen. So.
Genau, und dann hier quasi einfach irgendwie so, so. Und dann hier auch noch mal. Genau, und dann hier noch mal so den da hier. Genau, und dann setze ich aber hier auch mal. Ah ne, ist nur eine Fruchtfliege. Ich dachte gerade, da salze ich gerade eine Spinne auf mich ab. Huch. Genau, und dann hier jetzt einfach erstmal so. Für den Anfang. Genau. Gut. Dann wäre quasi hier ein, also hier so, so ein Porträt und dann hier so in den Geheimraum rein, der dann zu einem geheimen Gang führen soll. Wahrscheinlich werde ich den aber auch nicht hier so groß lassen. Und genau, dann ist das hier quasi so die direkte Verbindung. Und dann kann man hier aber auch nochmal so nach oben gehen. Dann ist man hier. Und, Moment. Genau, hier kann ich drauf. Ne, hier kann ich hin. Genau. Und das da hier, das mache ich dann doch. Wobei hier kann man ja trotzdem die Abstellkammer machen, aber ohne diesen Geheimgang, weil der kann nirgendwo hinführen. Genau, dann hätte ich jetzt schon mal so ein paar Sinnhaftigkeiten einfach mal so festgelegt. Und genau, hier kann man dann auch so machen. Das mache ich jetzt mal gerade ganz kurz. Und ja, ich weiß, es ist dunkel. Ich habe leider keine Fackeln dabei. Das ist ein bisschen doof. Aber mein Plan war es eigentlich nicht hier zu arbeiten. Mein Plan war eigentlich was ganz anderes. Und das mache ich jetzt auch gleich. Ich bin gerade hier nur richtig in Fahrt gekommen auf einmal. Also ich habe jetzt keinen fahren lassen, aber ja. Ich finde das gerade einfach mega cool, so, keine Ahnung. Ob man das vielleicht nachvollziehen kann. Aber vielleicht gefällt ja euch auch die Aufgabe, wie wir hier gerade mit der Inneneinrichtung so vorankommen, wie wir das Ganze hier so beherbergen einfach. Also ich finde es gerade mega cool auf jeden Fall. So, was ist denn hinter dieser Wand? Was ist denn hier? Moment mal, irgendwas sagt mir, ich soll hier nicht so reinbuddeln. Was ist denn hier? Ah, okay. Aber Moment mal, dann könnte man doch. Moment. Kann man hier vielleicht? Ja gut, maximal. Maximal dann vielleicht von hier. Aber nee, das würde auch kein. Oder? Würde es. Doch, das würde vielleicht sogar Sinn machen. Aber dafür ist der Boden hier einen zu hoch. Das nervt mich. Aber nee, dann werde ich auch hier quasi die Wand dann hier so ziehen. Weil das da hier, das wird dann hier auch nichts. Moment, ich ziehe das da hier auch mal so höher. Und danach irgendwas auf Zwang reinzuklatschen, das wäre auch nicht so das, was ich mir wünschen würde. Genau hier quasi so. So ein bisschen besser bauen. Also ein bisschen massiver bauen, so. Genau, und dann haben wir jetzt hier das da hier einfach mal. Genau hier so. Und hier könnte man dann sogar auch ein paar Klassenzimmer reinsetzen. Genau so. So, genau. Jetzt befinden wir uns hier quasi im Dach. Und ja, haben jetzt hier quasi so einfach so eine Ebene quasi so gezogen. Und ja, ich bin eigentlich echt ziemlich zufrieden damit. Also hier, das da hier, das wird dann quasi, Moment, ich zeig's euch mal gerade ganz kurz, was jetzt hier so mein Plan gewesen wäre noch. Hier quasi so, das da hier so zubauen. So, so. Genau, und dann hier das da hier auch nochmal so nach vorne ziehen, so ein bisschen. So, auch mal bis hierher, so wie auf der anderen Seite. Dann haben wir schon mal so die Räumlichkeiten einfach mal festgelegt. Genau, hier so und so. Ja gut, eigentlich dann auch nochmal hier so. Dann muss ich das aber hier auf der Seite auch nochmal kurz machen. Und tut mir echt leid, dass ihr nicht so viel seht, Leute. Wirklich. Das tut mir mega leid gerade. aber ihr seht gleich wieder was, weil jetzt gleich. Ja, ach, scheiße, ich bin bei 24 Minuten. Die Folge ist schon fast vorbei. Ach, Manu.
So, dann das da hier nochmal zwei höher. Und dann habe ich das jetzt hier auf jeder Seite quasi gleich. Und ja gut, auch wenn die Folge jetzt dann gleich schon vorbei ist, ja, genau. Aber ich hoffe, man konnte trotzdem etwas sehen. Für die nächste Folge werde ich mir dann wieder Fackeln holen. Also hier, also man sieht ja jetzt gerade wahrscheinlich, Moment, ich mache mal noch Verzeihungskehre. Hier würde ich dann quasi ein Porträt hinmachen und da ist dann wieder so ein Geheimraum, der führt hier in diesen Geheimgang und dann ist man quasi hier so. Und ja, das wäre quasi so mein Plan. Moment, hier muss ich dann auch nochmal so machen. Und dann so. Ja, genau. Und dann muss man hier quasi so erstmal hochspringen, um eben in diesen Geheimgang reinzukommen. Und dann hat man hier so eine direkte Verbindung und das finde ich einfach cool. Genau, wo wir eigentlich waren, war nämlich hier. Ein kleines bisschen werde ich jetzt hier auch noch dran bauen. Jetzt nicht mehr so arg-mäßig viel. Aber zumindest so ein bisschen quasi, weil ich würde gerne hier, ja, einfach mal diesen Balkon so ein bisschen angedeutet haben. Weil, keine Ahnung, ich finde das irgendwie ganz schick, so wenn wir das jetzt hier auch schon mal andeuten. Und ja, genau. Das wäre jetzt quasi noch so mein Plan für die letzten paar Minütchen. Und ich hoffe, das klappt alles so, wie ich das quasi vorhabe. Naja, wir werden sehen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind diese Staffel, also die große Halle. Wir haben heute, wir haben diese Staffel, also die Staffel ist ja noch nicht mal wirklich weit, aber diese Staffel bauen wir wirklich an so unglaublich vielen Orten. Also in jedem einzelnen Gebäudekomplex haben wir jetzt wirklich irgendwas gemacht. Wir haben am dritten Gebäudekomplex gemacht und da werden wir auch noch was machen in dieser Staffel. Sobald eben das Ganze mit dem Server dann auch fix ist. Und die große Halle, die wird noch fertig gebaut. Hier das zweite Gebäudekomplex, das wird noch extrem überarbeitet und weitergearbeitet. Und ja, ich finde das mega cool, so wie das Ganze hier aktuell so seinen Fortschritt nimmt. Und vor allem, ich muss auch sagen, also ich bin auch generell so mit dem, was wir hier bauen, eigentlich auch ganz zufrieden. Ja, da würde mich eure Meinung natürlich auch nochmal interessieren. Weil ich will das Ganze hier wirklich nicht alleine bauen. Also ich treffe zwar viele Entscheidungen, aber ich setze euch auch viel so einfach mal zur Abstimmung, was ihr dann eben selbst entscheiden könnt. Und ja. Ich hoffe einfach, dass es euch gefällt, weil wenn es euch gefällt, dann bin ich mega glücklich. Wenn ihr mir bessere Ideen gebt, dann bin ich noch glücklicher. Und ja, wenn ihr mir quasi sagt, dass irgendwas euch nicht gefällt, dann überlege ich, wie man das besser machen kann, definitiv. Und ja, genau. So, das da hier, das mache ich jetzt mal noch kurz. Genau, und dann hier auch nochmal so und so. Und hier nochmal. So. Und so. Und dann hier nochmal so. Genau, sammle ich den da hier nochmal ein. Und dann sammle ich nochmal gerade ganz kurz hier unten die runtergefallenen Holzbretter ein. So. Genau, erstmal hier oben alles. Und von diesem Balkon, also den ich jetzt gerade hier gebaut habe, von dem Balkon wird man später dann sogar, sogar den Verwandlungsinnenhof sehen können. Weil der ist hier in diese Richtung und sehr wahrscheinlich wird man den sehen können. Also ich könnte es mir sogar sehr ziemlich gut vorstellen. Weil, da, also der Astronomie-Tower, der kommt da ja hin. Wobei der Astronomie-Tower, der könnte direkt davor stehen eventuell. Ja, ich muss generell nochmal schauen, wie ich das Ganze dann auch umsetzen werde, definitiv.
Aber ja, so viel jetzt erstmal dazu. Habe ich gerade. Nope, habe ich nicht. Dann muss ich mal gerade ganz kurz. Moment. So, genau, ich bin drin. Dann mache ich mir mal gerade ganz kurz ein paar Mauern. So, ja, genau. 60 sollten, denke ich mal, reichen. Ansonsten, Moment, ich mache jetzt hier dann doch nochmal. So, und hey. Lol. Genau, so jetzt erstmal. Und dann gehe ich jetzt hier nochmal kurz drauf. Ui. Ich will aber auch drauf landen. Danke. Ich will nicht drauf gehen, ich will drauf stehen bleiben. So. Genau, und dann hier quasi auch nochmal so, dass man auch nicht runterfallen kann. So. Und wow, das hat tatsächlich nicht gereicht. Moment. Mache ich mir nochmal gerade ganz kurz ein paar aus denen hier. So. Und so. So, 18 sollten jetzt aber eigentlich genügen. So. Und ja, genau, also bis hierhin kann ich ja jetzt erstmal, weil ja, weiter macht es jetzt aktuell auch noch keinen Sinn. Was ich jetzt... Ja, nee. Nee, ich lasse es jetzt hier erstmal so. Aber ja, so hat man jetzt quasi so diesen Blick von Hogwarts. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Und ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier die Holzbrücke zu sehen sein wird und dann der Astronomie Tower und alles und der Dark Tower. Und generell die Twin Towers könnte man eventuell sogar von hier sehen. Das wird alles so geil. Und ich bin schon mega, mega happy, wie das Ganze später dann sein wird. Oh mein Gott. Es wird so cool. Und ja, hier habe ich das jetzt hier natürlich erstmal so. Aber das ist ja jetzt hier auch jetzt erstmal nicht schlimm. Was ich hier reinmachen werde, ich könnte eventuell Toiletten hier reinmachen. Ja, wäre eine Idee auf jeden Fall. Aber gut. Dann, liebe Leute, würde ich jetzt mal sagen, war es hier mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Weeble Potter's World. Das war's von mit dem Löwen. Bis dann. Tschüss. Und ciao.